als Psychoanalytiker gefunden haben? Für mich ist zunächst der Begriff Gottessohn ein mythischer Ausdruck mit einer langen Geschichte, die älter vor Christus ist, als wir nach Christus leben. Man kann zeigen, dass in der 5. Dynastie im antiken Ägypten der Ausdruck Sohn Gottes oder Sohn der Sonne eingeführt wird von der Priesterschaft in Theben. Und es ist ein Begriff, der weniger bedeutet, als der Pharao vorher in Anspruch nehmen konnte. Da war er Gott auf Erden. Um seine Macht ein Stück durch die Priesterschaft zu kontrollieren, wurde er zum Sohn Gottes und die Priester wurden die Gottesväter. Sie machten sozusagen den Gott auf Erden. Das alles ist Mythologie und in diese Sprachfiguren hinein über das Alte Testament und den Hellenismus finden wir das im Neuen Testament wieder. Ich glaube, dass es keine Chance mehr gibt, die Sprache der frühen Konzilien, sagen wir, des 6. Jahrhunderts nach Christus, Ende des 20. Jahrhunderts noch an die Menschen heranzubringen. Wir müssen so viele Missverständnissen abbauen, um die eigenen Begriffe zu kommentieren, dass gar keine Chance mehr bleibt, den Gelangweilten zu erklären, was sie denn nun hören sollen. Ich sag mal so, würden Sie nach schätzungsweise 200 Religionsstunden ein Mädchen finden in der Schule, das sagt, 14-jährig angesprochen vom Lehrer, woran glaubt ihr, wenn ihr von Jesus redet? Und es würde sagen, Jesus ist mein Freund oder mein Begleiter. Oder seitdem meine Mutter starb, ist er der einzige Halt. Wären das Worte wahrscheinlich, die ungewöhnlich sind, ein 14-jähriges Mädchen, das so spricht, muss wirklich sehr fromm und religiös sein. Das Schlimme ist, dass ein Religionslehrer, wenn er ganz korrekt ist im Sinn des neuen Weltkatechismus und der alten Lehren, sagen müsste, mein liebes Mädchen, dein Freund, dein Begleiter, dein Tröster, dein Halt, deine Zuflucht gegen die Angst vor dem Tod, die Brücke zu deiner verstorbenen Mutter, das alles genügt nicht. Du musst sagen, er ist der Sohn Gottes, die zweite Person der dreifaltigen Gottheit. Du musst so reden, wie wir die Kirche das seit 1500 Jahren vorschreiben. Oder du bist nicht katholisch, nicht christlich, du bist ungläubig. Das zeigt, dass wir eine fertig gewordene Sprache im Amt verwaltet auf die Menschen runterdrücken und keine Chance mehr darunter lassen, eine eigene Sprache nachzubilden. Ich hätte gern von Ihnen noch Ihre Interpretation anderer Bilder, zum Beispiel des Bildes Jungfrauengeburt. Wie interpretieren Sie dies in Ihrer Analyse? Ich treffe in der Psychotherapie überraschenderweise immer wieder Leute, Frauen insbesondere, die schildern, dass in Momenten der Krise, des inneren Umbruchs, sie Träume hatten, die dem biblischen Darstellungsbefund ähnlich sind. Sie finden sich mit einem Kind wieder, dessen Herkunft sie nicht kennen, fühlen sich dafür verfolgt oder verlacht, verleumdet, holen es als arme Leutekind aus irgendeinem Keller. Und sie spüren genau, sie müssen dieses Kind großziehen, denn es ist ein Teil von ihnen selbst. Zunächst einmal ist das Bild der jungfräulichen Geburt, glaube ich, ein mythisch, symbolisch, exakter Kommentar dessen, was Jesus an einer Zentralstelle einmal sagt, Markus 10, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ich übersetze mal frei, werdet ihr nie begreifen, welche Macht Gott in euch hätte. Es müsste das ganze Leben sich ändern. Und der Kern, um den es geht, liegt darin, dass Menschen ständig glauben, sie sind gut definiert, wenn sie sagen, wir sind die Kinder von Vater und Mutter, biologisch, wir sind das Ergebnis unserer Erziehung, sozialpsychologisch, und wir sind das Ergebnis unseres Milieus, in dem wir aufgewachsen sind. Soziologie, Psychologie, Biologie. Das ist die Summe dessen, was man wissen muss, um einen Menschen zu kennen, glaubt man. Man hat aber nur die Definition der Unfreiheit, der Determinanten aus der Vergangenheit. Entscheidend ist, dass Menschen sich so definieren können, wie das im antiken Ägypten zum ersten Mal der Fall war, ausnahmsweise nur bei dem einen, der der Pharao, der König war. Der Souverän. Er war nicht ableitbar aus dieser Reihe von Bestimmungsgrößen, sondern er war unmittelbar von Gott auf die Welt gekommen. Ich denke, das Bild dafür ist, einen Menschen zu beschreiben, der allein durch Freiheit bestimmt wird, der als ein königlicher Mensch es wagt, eigene Entscheidungen zu definieren, der sich unmittelbar der Macht gegenüber verantwortet, von der er stammt. Das hat das alte Ägypten in einen einzigen projiziert und es wird verbunden in der Antike mit all den Menschen, die so sind, ob das Platon, Alexander der Große, der römische Kaiser ist.
Übrig bleibt davon, dass Jesus in der Tat das wollte. Wir wären Menschen, die lernen, ihre Größe, ihre Schönheit, ihre Souveränität, ihren himmlischen Ursprung wiederzuentdecken, mitten im Staub. Und der Mann, der das vermag, uns zu schenken, an Eindruck und Vertrauen, von dem kann man sagen, er ist das Kind der Jungfrau, er ist das reine Rätsel. Wenn ihr den Mann verstehen wollt, dürft ihr nicht fragen nach Vater und Mutter. Dann müsst ihr sein Wesen sehen, und es ist, wie wenn ein Fenster im Gefängnis sich zur Sonne öffnet. Gerade diese historisch-psychologische Deutung ist ja die Provokation. Das ist ja das Feuer, das Sie irgendwo an die Lunte gelegt haben. Herr Mayer, es ist so unterschiedlich, wenn ich so sage. Fühlen die Menschen, dass sie gemeint sind, dass sie leben können? Ich wollte sagen, man kann folgen, aber es scheint etwas Schlimmes zu sein. Ja. Mein Erzbischof und mit ihm die Päpste, quer durch die Jahrhunderte, der neue Weltkatechismus, verordnen immer noch zu glauben, dass Jesus biologisch von einer Jungfrau geboren wurde, nicht gezeugt von Josef. Da braucht man eine bestimmte abergläubische Interpretation, den Durchbruch bestimmter Naturzusammenhänge, und man versteht sofort die Parallele. Man braucht kirchlicherseits offenbar einen Gott, der schalten und walten kann, wie er will, und mit seiner Schöpfung verfährt, wie er möchte, und er ist das genaue Spiegelbild einer Kirchenleitung, die mit Menschen verfährt, wie sie will. Ein Autokrat im Himmel und ein zentralistischer Verwalter göttlicher Wahrheiten als dessen Stellvertreter auf Erden. Dies beides ist natürlich feudalistische Monarchie, das hat nichts zu tun mit der Botschaft Jesu. Aber warum könnte man es nicht einfach stehen lassen? Warum haben Sie sich dieses Sujets quasi angenommen, mit einer unerhörten Kraft auch, mit Büchern, mit Ihrem ganzen Charisma, mit Ihrer Ausstrahlung? Mir ist es nicht gegangen, jetzt speziell um die Jungfräulichkeit Mariens, aber mir geht es sehr und entscheidend an diesem Beispielspunkt dann natürlich auch um die Frage, wie versteht man die Natur, was ist heute Glauben? Der Kirchenglaube basiert immer noch sehr stark darauf, dass Gott in die Naturzusammenhänge eingreift und bestimmte Wunder tut, durch die er sich beglaubigt. Also er setzt mit den Wundern die Naturgesetze außer Kraft. Das wäre auch die Auferstehung, nicht? Mit dem leeren Grab. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, wo es zwischen Ihnen und der kirchlichen Obrigkeit Funken sprüht. Mhm. Also die göttliche Allmacht in diesem Sinn besteht darin, dass Gott tun kann, was er will, wann er will und wie er es will. In diesem Sinne, muss man sagen, wird zunächst einmal Religion reduziert auf Aberglaube. Das ist den meisten nicht mehr einsichtig, und zwar aus guten Gründen. Wenn im Neuen Testament Jesus Brote vermehrt beispielsweise, sagt mein Erzbischof, er muss das gekonnt haben. Und wenn die Bibel es sagt, hat er es auch getan. Wir wissen nicht wie und was da faktisch im Einzelnen war, aber wir müssen denken, dass Jesus das konnte und dass er es getan hat. Physisch tatsächlich getan. Für 5000 Leute damals. Ein Gott, der das kann, steht natürlich in der Pflicht, heute angesichts von 50 Millionen verhungernder Menschen jedes Jahr ein Ähnliches zu tun. Das ist die Forderung. Ich sehe, dass beispielsweise Russland im 19. Jahrhundert in den Atheismus getrieben wird, allein durch die Kraft des Mitleids. Angesichts eines Gottes, der verkündet wird als jemand, der alles tun kann und der nach menschlicher Einsicht nichts tut. Ein Gott, der Leid verhindern könnte und verhindert es nicht. Müsste hochnotpeinlich vernommen werden, jetzt schon, nicht erst am jüngsten Tag, wegen unterlassener Hilfeleistung. Das ist die Schattenseite dieses abergläubischen Wunderbegriffs, der in der Kirche spukt. Und das andere ist, Gott ist eigentlich der Lückenbüßer für heilige Ausnahmen. Er kommt nicht vor in der Normalität. Er hat nichts zu tun mit den Nöten, den Konflikten, den Verzweiflungen, unter denen wir täglich stehen. Ich möchte zurückgewinnen den Jesus, den es wirklich gab. Das war nicht der Mann, der alles konnte. Die Bibel erzählt im 6. Kapitel des Markus zum Beispiel, dass Jesus in ganzen Dörfern keine Wunder wirken konnte, weil man ihm nicht glaubte. Jesus ist weit davon entfernt, zu tun, was er will. Aber er hatte die Fähigkeit, Menschen zu beschwören. Zum Beispiel, dass sie abgäben, was sie hatten, ohne zu rechnen. Was wäre denn das Bild für Sie, das Bild der Brotvermehrung? Was würde dies aussagen?